Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal, meine andere Umgebung für das Vorspannvideo. Ja, ein wunderschöner Sonntag. Ja, wir halten uns auch heute auch gar nicht auf, wir machen nur eine Kleinigkeit und zwar ein Süßchen, eine Thunfischsoße in Anlehnung an das Spargeltornado. Das hatten wir letztes Jahr mal gemacht, verlinke ich euch oben nochmal im Laufe des Videos. Ja, ist eine super Soße, eignet sich gut als Beilage für Spargel, Rindfleisch, vor allem Kalbsfleisch, Vitello Tonnato natürlich, ne? Kennt jeder, denke ich mal. Ja, schaut es euch einfach an. Wir machen keinen großen Abspann heute, weil wir haben die Soße schon mal gegessen. Ist eine wirklich leckere Sache, probiert es einfach aus. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abo ist natürlich super. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge vom Kühnes Kochkanal. So, jetzt genießt den schönen Sonntag. Bleibt gesund. Tschüss. Film ab. Kühnes Kochkanal. Hier nun unsere Zutaten für unsere Thunfischsoße. Dafür brauchen wir 250 ml Kochsahne. Etwas Butter, ich denke, das sind so 30 Gramm. 2 Esslöffel Kapern. Eine Zwiebel klein gehackt. Abrieb von der Zitronenschale. Die sieht sehr orange aus, muss ich sagen. Zwar aber eine richtige Zitrone. Das ist ungefähr ein Teelöffel. Saft von einer Zitrone. Und eine Dose Thunfisch in eigenem Saft. Was wir hierauf nicht zeigen, ist Pfeffer und Salz. Das brauchen wir noch zum Würzen. So, ihr Lieben, in einem Topf erhitzen wir jetzt erstmal die Butter. Nun geben wir unsere klein gehackte Zwiebel dazu und den Zitronenabrieb. So, und schwitzen das Ganze schön an. Die Zwiebel kann etwas blasig werden und dann machen wir weiter. Nun kommt der Thunfisch dazu. Die Dose habe ich wohlgemerkt abgegossen. So. Und wie es so ist, mussten wir noch eine zweite Dose öffnen, weil unsere Katzen auch ihren Anteil haben wollten. Das macht aber nichts. Soll ja auch eine Thunfischsoße werden, ne? Deshalb haben wir unsere Dose und die hatten ihre. Entschuldigung. Jetzt gebe ich unsere Kapern noch mit dazu. 2 Esslöffel ungefähr mit etwas Saft. Das Ganze darf auch etwas noch mit anschmoren. Ja, und dann denke ich mal, geht's weiter hier, ne? Genau. Jetzt wird das Ganze mit unserem Zitronensaft abgelöscht und unsere Kochsahne kommt dazu. So, das Ganze darf etwas einreduzieren und jetzt klingelt unser Spargel nebenbei und dann sehen wir uns wieder. Unsere Sahne reduziert nun ein und in der Zwischenzeit werde ich das Ganze pürieren, damit wir eine schön, naja, dass die Soße halt schön sämig wird. Ja, wer das nicht mag, der nimmt sie halt so, ne? Genau, mit Stückchen, keine Ahnung. Wir schmecken das Ganze dann noch mit Pfeffer und Salz ab, aber das zeigen wir dann gleich. Nun würzen wir das Ganze mit Pfeffer. Ich habe immer das Gefühl, da kommt nichts raus. Und mit Salz. Gut, gut, gut. Meinst du, dass ich versalze? Also Thunfisch, der bringt auch schon eine Menge. Ach, Thunfisch hat gar nichts. Ja. Okay, Thunfisch hat gar nichts. Lass mich probieren. Thunfisch hat gar nichts. Anscheinend nicht, weil es wurde nochmal nachgewürzt. So, und jetzt dürfte es aber in Ordnung sein und dann können wir gleich essen. Ja, wir servieren dazu heute Spargel und ein Kalbschnitzel.
Kühnes Kochkanal.